Hallo, wie geht's euch Leute? Ich bin alleine, ich bin in Köln, aber nicht mehr lange, denn ich fahre jetzt gleich nach Frankfurt. Da ist nämlich gerade ein Festival und da wollen wir hin. Wie gesagt, ich bin alleine. Meine Freundin ist gerade auf dem Abiball von ihrer Schwester. Joey ist gerade auf dem Weg nach Chemnitz. Bedeutet, ich bin so ziemlich alleine. Aber deswegen nehme ich jetzt euch mit. Und wir fahren zusammen nach Frankfurt aufs Festival. Du und ich, wir haben jetzt ungefähr 24 Stunden umgestellt. Macht mal hier oben bei der Abstimmung mit und sagt mal Bescheid, ob ihr häufiger Bock auf Vlogs hättet. Dann weiß ich besser, worauf ihr Lust habt. Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ich bin alleine. Das Treppenhaus riecht seit so einer Woche nach Tod und Verwesung. Ich hoffe, mein Nachbarn geht's gut. Navigiere zu Ibis Hotel Frankfurt Messe. Das ist alles nicht in Frankfurt. Wie bitte? Nein! Aus! Pfui! Oh. Abbruch. Und sich dann wieder fragen, warum man sich das überhaupt gekauft hat. Weil es doch einfach nur nach Chemie schmeckt. Aber irgendwie geil. Das ist schwierig. Die Adlibs sind so toll. Angekommen im Hotel. Nur irgendwelche Festivalgänger und Influencer am Start. So mit ihren Horizon-Köpfen. Ich freue mich. Ich habe ja auch Tickets verlost für das Wireless Festival und ich hoffe, ich treffe die Gewinner. Ich weiß nicht warum, es muss eine Verwechslung gegeben haben. Irgendwer hat mich als wichtig eingestuft. I mean, thank you, but what the fuck? Guten Tag, hier spricht der schlechteste Vlogger Deutschlands. Könnte sein, dass ich auf dem Festival fast bis gar nicht gefilmt habe. Macht aber auch halt auch keinen Sinn, weil es überall laut und man kriegt eh nichts mit. Aber wir fahren jetzt frühstücken. Eine meiner Gewinnerinnen habe ich vorgestern besonders viel Zeit mit verbracht, mit ihr und ihrem Freund. Und mit denen gehen wir jetzt noch frühstücken. Hallo! Also, ich nehme auf jeden Fall den fetten Bullen. Ja, let's go! Guten kann man sich auf jeden Fall geben für ein Frühstück. Macht's gut. Ciao. Die Gute hat auch einen ziemlich coolen Instagram-Account. Ich kann ihn ja mal hier zeigen. Hier ein paar Bilder von ihrem coolen Instagram-Account. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ja mal da vorbeischauen und ein paar Grüße da lassen von mir. Was willst du denn von mir, ey? Sag mal, Junge, hast du Lust auf Kino heute? Ich bin in... Ach so. Ist Wummel jetzt eine Mutti? Stimmt, ist... Ich bin jetzt ein Vlogger ab und zu. Oh mein Gott. So, es ist Essenszeit im Hause White. Wir haben so ein Ding, dass uns jede Woche frisch Essen nach Hause geliefert wird und wir dann nicht einkaufen müssen. Die Rezepte, die da drin sind, sind voll cool, weil die Sachen würde ich sonst niemals probieren. Das ist ganz cool, man kocht Sachen, es geht meistens ganz schnell. Ich werde mich bekleckern. Das kriegst du nie wieder. Okay, ich muss meinen Pulli ausziehen erstmal. Tada! Wow, indisches Süßkartoffelcurry. Holy shit, das ist mega lecker. Süße Maus. Oh, guck mich doch nicht so böse an. Ich lass dich doch in Ruhe schlafen. Du bist völlig bedröppelt und high hier in der Ecke. Sie bewegt sich keinen Millimeter. Okay. Wir waren mit Joey im Kino in diesem neuen Film mit Seth Rogen. Longshot heißt er, glaube ich, ne? Ja. Und der war mega cool. Der war ultra lustig. Ich habe im Kino lange nicht mehr so gelacht. Und was machst du? Ich bestelle Essen. So, jetzt habe ich auch noch ein paar schöne Fotos. Daraus kann man vielleicht eine Collage oder sowas machen. Ich habe mir auch letztens Klamotten bestellt. Schauen wir uns mal an, was hier überhaupt drin ist. Ein weißes T-Shirt. Wow. Very, very special. Ein wunderschönes T-Shirt. Yes, I like. I like this one. I like it. Ja, einer bei ihm. Aber ich mag das an dir. Ich weiß es auch nicht.
Ich bin ein 50-jähriger Dad im Urlaub. Aber ich feiere das. Warum bin ich unscharf? Was soll das? Hallo, mach scharf. So, die letzten Tage ist das Internet überall voller Bottle Cap Challenges. Das probiere ich jetzt aus. Und wie ich mich kenne, lege ich mich wahrscheinlich auf die Schnauze und habe einen Bänderriss danach oder sowas. Ich denke, du bist so leid. Erzählt mal, habt ihr Lust auf so Wochenvlogs oder allgemein mehr Vlogs? Dann schreibt das mal unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Hau da rein. Hier ist ein anderes Video. Hier könnt ihr abonnieren und dann lasst mal einen fetten Daumen nach oben. Wir sehen uns. Hau da rein. Tschüss. Bye.